Mit dem Release seines Primes erhielt Vauban einige kleine Verbesserungen. Das meiste aus meinem vorherigen Video ist aber noch aktuell, daher hier nur ein kurzer Nachtrag. Vauban Prime besitzt zusätzliche Schilde und Panzerung sowie eine zusätzliche Depolarität. Außerdem kann er wie alle Primes Energie aus Death Orbs in der Void beziehen. Seine Teile findet ihr in der Void, er ist aber derzeit auch im Prime Access erhältlich. Vaubans zweite Fähigkeit, Abpraller, wurde im Minenleger umbenannt und in vier Fähigkeiten aufgeteilt. Neben seinen alten Sprungbrettern gibt es jetzt auch Stolperdrähte sowie Schredder und Erschütterungsgranaten. Stolperdrähte erzeugen eine 10 Meter lange Linie, die Feinde beim Überqueren betäubt oder umwirft, je nachdem wie schnell sie sich bewegt haben. Schreddergranaten erzeugen eine Mine, die bei der Detonation Explosionsschaden verursacht und die Panzerung von Feinden für einige Sekunden reduziert. Erschütterungsgranaten betäuben bei der Detonation alle Feinde in Reichweite und machen sie vorübergehend taub. Sie werden außerdem verstrahlt, wodurch sie nicht Freund von Feind unterscheiden können. Sowohl Vauban als auch Vauban Prime erhalten außerdem als passive Fähigkeit 25% zusätzliche Panzerung für jeden Spieler im Umkreis von 20 Metern. Es werden sich sicher interessante Anwendungsmöglichkeiten für die einzelnen Minentypen finden. Vor allem, wenn für diese Fähigkeit ein oder sogar mehrere Augmente kommen. Mein Minenlegerbild besteht aus flüchtiger Stärke, blinde Wut, Kontinuität, Konstitution, Ausdehnung, flüchtige Expertise, Vitalität und Umlenkung. Ein sehr enger Bild, der nicht Platz für Augmente lassen würde. Letztendlich ist es aber doch einfacher, sich mit einem Frost zusammenzutun, der Fernkämpfer mit Schneekugel abwehrt, während man selber mit Bastille den gleichen Bereich frei von Nahkämpfern hält.